Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Immer mehr Kinder, die im EU-Ausland oder im europäischen Wirtschaftsraum leben, erhalten Kindergeld aus Deutschland. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums wurden im Juni Leistungen für etwa 268.000 Kinder gezahlt, die nicht in Deutschland leben, deren Eltern aber in Deutschland gemeldet sind. Das sind 10% mehr als Ende 2017. Auf dem Bau oder beim Spargelstechen, Arbeitskräfte aus anderen EU-Ländern sind in vielen Branchen kaum wegzudenken. Wer in Deutschland wohnt, hat auch Anspruch auf Kindergeld, selbst wenn die Kinder im Ausland leben. Und da beobachtet die Bundesregierung einen deutlichen Anstieg. Von 232.000 im Dezember 2016 auf 268.000 im Juni diesen Jahres. Gleichzeitig ist aber auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus dem EU-Ausland gestiegen. Von 1,78 Millionen in 2016 auf 1,96 Millionen in 2017. Wir wollen, dass das europäische Recht geändert wird. Wir wollen, dass Basis für Kindergeldzahlungen im Ausland auch die Lebenshaltungskosten im Ausland sind. Das heißt, ein Kind, welches in Rumänien oder Polen lebt, hat auch als Basis die Lebenshaltungskosten in Rumänien oder Polen. Das kann man aber auch anders sehen und für unfair halten. Jetzt sagt man ihnen, also eure Kinder sind weniger wert, ihr zahlt in Deutschland Steuern, ihr arbeitet hier, aber ihr kriegt ein anderes Kindergeld. Das halte ich weder für sozialgerecht noch verfassungsmäßig irgendwie machbar. So ähnlich sieht das die EU-Kommission. Sie ist strikt gegen eine Neuregelung, genau wie die meisten Mitgliedstaaten. Für die AfD ein Skandal. Die erneute Steigerung dieser Zahlen ist letztlich auch ein Schlag ins Gesicht für alle Kinder, die in Deutschland in Armut leben müssen. Schon die vorige Bundesregierung hatte sich in Brüssel für Änderungen stark gemacht, ohne Erfolg. Also ich glaube, es wird sehr schwierig und kompliziert, das auf europäischer Ebene zu lösen. Wir sollten es auf nationaler Ebene anpacken an der Stelle. Und das geht auch. Ende September will Nahles mit den Bürgermeistern der besonders betroffenen Städte über Lösungen diskutieren. Städte und Gemeinden sehen in den steigenden Kindergeldzahlungen ins Ausland ein Problem und fordern Reformen. Bürgermeister besonders betroffener Städte sprechen von einer gezielten Zuwanderung in das Sozialsystem. Ein Beispiel ist Duisburg. Duisburg ist von Armutsmigration besonders betroffen. Mehr und mehr Menschen aus Rumänien und Bulgarien ziehen hierher, ermöglicht durch die europäische Personenfreizügigkeit. Mittlerweile sind es mehr als 19.000 Südosteuropäer, die hier auf engstem Raum leben. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link beklagt eine Einwanderung in das deutsche Sozialsystem. Wir haben inzwischen behördenübergreifende Hinweise darüber, dass es sich häufig um ein kriminelles Netzwerk von Schleppern handelt, die Menschen aus tiefster Armut nach Deutschland bringen, über scheinselbstständige Minijobs Aufstockungsgelder ergaunern und den Menschen diese Gelder sofort in einem großen Umfang wieder abnehmen. Ein Anreiz für diese Schlepperbanden sei vor allem das Kindergeld, das auch für Kinder gezahlt wird, die sich selbst gar nicht in Deutschland aufhalten. Was wir aber wissen, sowohl von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort als auch von stichprobenartigen Erhebungen, dass es Schwerpunkte, regionale Schwerpunkte von Missbrauch gibt, von einzelnen Fällen. Diese Schwerpunkte finden wir dort, wo wir Großstädte finden, die einen geringen Mietspiegel, also geringe Mietpreise haben, weil es da einfach leichter ist, eine Wohnung anzumieten. In den meisten Fällen gehe es aber nicht um das Erschleichen von Sozialleistungen. Besonders im Pflegebereich sei man auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen, betonen auch Sozialverbände. Die meisten Mütter, die nach Deutschland kommen, um den Unterhalt für ihre Familie hier zu erwerben, hinterlassen ihre Kinder schweren Herzens in der Heimat. Und ich weiß nicht, wo unser Gesundheits- und Pflegesystem wäre, wenn wir diese Mütter nicht hätten, die hier hervorragende Arbeit leisten. Auch der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma kritisiert. Die Debatte basiere auf rassistischen Stereotypen. Die wichtigsten Fragen zum Kindergeld beantworten wir auf tagesschau.de. Die Androhung neuer US-Sanktionen gegen Russland verschärft die Spannungen zwischen Moskau und Washington. Ein Kreml-Sprecher nannte die Strafmaßnahmen inakzeptabel und illegal. Die Regierung bereite Gegenmaßnahmen vor, so das russische Außenministerium. Washington hatte die Sanktionen mit dem Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Skripal im März begründet. Mehrere westliche Länder vermuten, dass Russland hinter der Tat steckt. Moskau hat das stets bestritten. Tatort Salisbury. Hier in Südengland wurde im März ein Anschlag mit dem Kampfstoff Novichok auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal und seine Tochter verübt. Beide überlebten nur knapp.
Großbritannien, Deutschland, Frankreich und die USA machen die russische Regierung für die Tat verantwortlich. Das US-Außenministerium kündigt jetzt Sanktionen gegen Russland an. Grundlage sei die Feststellung, dass die russische Regierung chemische oder biologische Waffen in Verstoß gegen internationales Recht eingesetzt hat oder tödliche chemische oder biologische Waffen gegen ihre eigenen Staatsbürger benutzt hat. Die Sanktionen sollen den Export von Gütern nach Russland einschränken, die für die nationale Sicherheit relevant sind. Betroffen sind etwa Elektronik und Laser sowie Antriebstechnologie. Die US-Regierung spricht von einem Handelsvolumen in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar. Die russische Regierung reagiert empört. All diese Vorwürfe sind haltlos und zynisch. Russland hat mehrfach gewarnt, dass Gewalt und Ultimaten sinnlos sind, wenn man mit uns spricht. Russland wird auf diesen sehr feindlichen Schritt aus Washington eine Antwort entwickeln. Noch vergangenen Monat hatten sich Trump und Russlands Präsident Putin bei einem Gipfeltreffen in Helsinki freundschaftlich präsentiert. Ob Trump den Fall Skripal angesprochen hat, ist nicht bekannt. Das Weiße Haus kommentiert die Sanktionen gegen Russland bisher nicht. Präsident Trump hatte den Strafmaßnahmen offenbar sehr zurückhaltend gegenübergestanden. Doch Trumps Nähe zu Putin hat auch im eigenen Lager einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. So musste Trump nun wohl dem Druck aus dem Kongress und von Mitgliedern seiner eigenen Regierung nachgeben, endlich zu handeln. Im Jemen ist bei einem Luftangriff ein Schulbus getroffen worden. Mindestens 29 Kinder wurden dabei nach Angaben des Roten Kreuzes getötet. In der Umgebung kamen mindestens 10 weitere Menschen um. Der Luftangriff traf die Region Saada an der Grenze zu Saudi-Arabien. Das saudische Militär räumte ein, die Attacke ausgeführt zu haben. Ziel sei eine Raketenstellung schiitischer Rebellen gewesen, die vom Iran unterstützt werden. Bilder aus einer Notaufnahme in der Provinz Saada. Hier, nördlich der jemenitischen Hauptstadt Sana'a, werden die Kinder notdürftig medizinisch versorgt. Anwohner berichten, der Bus, in dem sie unterwegs waren, sei auf dem Weg in eine Sommerschule gewesen. Bilder eines lokalen Fernsehsenders zeigen das Ausmaß des Angriffs. Der Angriff geschah mitten auf dem Markt und das Ziel war ein Bus mit Kindern. Unsere Läden waren geöffnet und die Menschen waren ganz normal unterwegs. All die, die gestorben sind, waren Anwohner, Kinder und Ladenbesitzer. Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat den Angriff eingeräumt. Seit März 2015 intervenieren Saudi-Arabien und seine Verbündeten im Jemen mit Bombenangriffen. Sie unterstützen jemenitische Regierungstruppen bei ihrem Kampf gegen schiitische Houthi-Milizen. Die wiederum werden vom Iran unterstützt. Immer wieder sterben unbeteiligte Zivilisten, auf die in diesem Krieg kaum Rücksicht genommen wird. Hilfsorganisationen bezeichnen die Lage in dem bitterarmen Land als die derzeit größte humanitäre Krise weltweit. Nach UN-Angaben sind seit 2015 mindestens 10.000 Menschen getötet und 2 Millionen Menschen vertrieben worden. Erst vor einer Woche hatten die Vereinten Nationen neue Friedensgespräche mit den Konfliktparteien angekündigt. Die Gespräche, die in Genf stattfinden sollen, wären die ersten seit 2 Jahren. Doch sie werden wohl nicht vor September beginnen. An der Grenze zum Gazastreifen hat es in der vorigen Nacht erneut eine Konfrontation gegeben. Die radikal-islamische Hamas feuerte 12 Stunden lang Raketen und Granaten auf Israel. Dabei wurden nach israelischen Angaben 7 Menschen verletzt. Die israelische Luftwaffe attackierte danach Stützpunkte der Hamas im Gazastreifen. Dort gab es nach palästinensischen Angaben 3 Tote. Raketeneinschlag mitten in Sderot im Süden Israels nahe des Gazastreifens. Die Explosion beschädigt auch das Haus von Osnat Levi. Ihr Mann wird dabei verletzt. Mein Mann ist mal wieder nicht in den Bunker gegangen, als die Sirenen heulten. Das zersplitterte Glas hat ihn verletzt. Bereits gestern Abend eskaliert die Lage. Wo ist mein Sohn, ruft eine Frau. Immer wieder müssen die Bewohner in der Nacht in ihre Bunker flüchten. Etwa 200 Raketen feuern militante Palästinenser bislang von Gaza Richtung Israel. Die meisten landen auf freiem Gelände. Einen Teil fängt die israelische Luftabwehr ab. Die israelische Armee reagiert nach eigenen Angaben mit Angriffen auf mindestens 200 Ziele im Gazastreifen. Darunter seien Trainingscamps der radikal-islamischen Hamas, Lagerstätten und eine Waffenfabrik. Auch hier gibt es Opfer. Mehrfach bespricht Premierminister Netanyahu die Lage im Verteidigungsministerium, später auch mit dem Sicherheitskabinett.
Raketenalarm auch in Beersheba. Erstmals seit dem Gazakrieg 2014 haben militante Palästinenser die Reichweite ihrer Raketenangriffe nach Israel auf 40 Kilometer ausgedehnt. Damit ist eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Die Lage spitzt sich zu, während hinter den Kulissen Israel und die Hamas seit Tagen über eine nachhaltige Waffenruhe verhandeln. Unter Vermittlung von Ägypten und den UN. Die Hamas erhofft sich davon eine Lockerung der Blockade des Gazastreifens. Mit den massiven Angriffen will sie offenbar den Druck erhöhen und riskiert damit eine Eskalation, die in einen Krieg münden könnte. Einen Krieg, den derzeit weder die Hamas noch Israel wollen. Die indonesische Insel Lombok ist von einem schweren Nachbeben der Stärke 6,2 erschüttert worden. Wieder stürzten viele Gebäude ein. Seit dem starken Beben vom Sonntag gab es insgesamt gut 350 Erdstöße. Nach offiziellen Angaben sind mehr als 150.000 Bewohner obdachlos. Es fehlt an Wasser, Lebensmitteln und auch Notunterkünften. Die Behörden sprechen jetzt von mindestens 319 Toten. Befürchtet werden noch sehr viel mehr. In der japanischen Stadt Nagasaki wurde an den Atombombenabwurf vor 73 Jahren erinnert. Zahlreiche Menschen kamen, um der 74.000 Opfer zu gedenken. Erstmals nahm UN-Generalsekretär Antonio Guterres teil. Er forderte alle Staaten auf, ihre Atomwaffen abzuschaffen. Nach dem Einsatz der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki kapitulierte Japan am 15. August 1945 und der Zweite Weltkrieg endete auch in Asien. Abtreibungen bleiben in Argentinien auch künftig strafbar. Im Senat scheiterte jetzt eine Gesetzesvorlage, mit der Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden sollten. Vor dem Parlament in Buenos Aires war die Debatte von Zehntausenden verfolgt worden. Gegner der geplanten Reform jubelten, viele andere reagierten enttäuscht. Damit sind Abtreibungen in Argentinien auch künftig nur bei Vergewaltigungen erlaubt oder wenn das Leben der werdenden Mutter in Gefahr ist. Bei den European Championships war das deutsche Schwimmteam auch heute erfolgreich. Sowohl im offenen Wasser des Loch Lomond bei Glasgow als auch im Becken holte es mehrere Medaillen. Äußerst stimmungsvoll die Einlaufzeremonie im Tollcross Schwimmcenter von Glasgow vor den Finalrennen. Zusätzliche Motivation für die Athleten und die deutschen Schwimmer holten auch gleich drei achtbare vierte Plätze. Alina Schmidtke über 50 Meter Schmetterling, Lisa Graf über 200 Meter Rücken und Johannes Hinze über 400 Meter Lagen verpassten nur knapp eine Medaille. Genauso wie danach Sarah Köhler über die 400 Meter Freistil wurde es nichts mit ihrem dritten Podestplatz bei dieser EM. Am Ende war es Platz 5. Aber dann der Auftritt der 4x100 Meter Lagenstaffel. Und das deutsche Quartett erfüllte die Erwartungen, holte hinter den Staffeln aus Großbritannien und Russland die ersehnte Medaille. Christian Diener, Fabian Schwingenschlögl, Marius Kusch und Damian Wierling gewinnen also Bronze und damit am letzten Tag der Schwimmwettbewerbe die insgesamt 8. Medaille für den DSV. So glücklich strahlen nicht alle Gewinner einer Bronzemedaille bei dieser Europameisterschaft. Rob Muffels dagegen mehr als zufrieden mit seinem dritten Platz. Im Loch Lomond bei knapp 17 Grad Wassertemperatur über die 10 Kilometer Strecke im Freiwasserschwimmen der drittbeste des Kontinents zu sein, eine starke Leistung. In einem überragenden Rennen erkämpfte sich der Sportsoldat vom SC Magdeburg mit unglaublicher Willensstärke im Schlussspurt verdient seine Bronzemedaille. Unwetter mit orkanartigen Sturmböen sind über mehrere Bundesländer hinweggezogen. In Hessen wurden mindestens 4 Menschen verletzt. Die Bahn sperrte wegen umgestürzter Bäume zahlreiche Strecken in Rheinland-Pfalz und im Saarland. In Frankfurt am Main wurden Flug- und Bahnverkehr beeinträchtigt. Am Flughafen wurden Starts und Landungen nachmittags zeitweise ausgesetzt. Inzwischen wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 10. August. Das Tief, das über die Nordsee zieht, sorgt in einigen Regionen Deutschlands für unwetterartige Gewitter. Es gelten Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht im Westen und Südwesten ruhiges Wetter, sonst ziehen Schauer und Gewitter rasch nordostwärts, örtlich unwetterartig mit orkanartigen Böen. Am Tag regnet es im Südosten und im Erzgebirge anfangs noch, sonst ist es verbreitet freundlich. An der Nordsee kommen Schauer und kurze Gewitter auf. In der Nacht 21 bis 9 Grad, am Tag 16 bis 28 Grad. Die Aussichten. Am Samstag Sonne, Wolken, vor allem im Norden einzelne gewittrige Schauer. Am Sonntag viel Sonne, leichtes Gewitterrisiko an den Alpen. Am Montag ist es im Osten länger sonnig, von Westen werden die Wolken dichter, Schauer und Gewitter folgen.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Diskussion über Kindergeld für EU-Ausländer. Pina Atala im Gespräch mit Duisburgs Oberbürgermeister Link. Und Dorfkommune 2.0. Wie die moderne Arbeitswelt auch auf dem Land funktionieren kann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.